Es gibt nie einen Ausweg, solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Ist mir scheißegal. Lass mich einfach raus. Bitte, lass mich von diesem Scheiß-Typen weg. Justin, ich will dich nie wiedersehen. Und meine Frames gehen auf 1 runter. Wow, wo bin ich denn hier? Na, da gehe ich sicher nicht nochmal runter. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Türen. Und eine davon ist angelehnt. Die nehme ich natürlich zuerst. Hey, Steine, ihr habt mir verholfen zur Ablenkung. Ich bin euch sehr dankbar. Wow. Ist das viel Räumlichkeit. Oh, Zunderbüchse. Perfekt. Hey, Steine. Wow. So selten gesehen in diesem Spiel. Boah, ich wette, das ist endlich der geile Platz, um sich vor Monstern zu verstecken. Wohl eher nicht. Okay, ich habe ein Seil, das ich nicht benutzen kann. Ich habe mehr Zunderbüchsen und irgendwas holtert und holpert und tut etwas. Hallo. Wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? Das Gebiet hier hat keinen Namen, oder? Auf keinen Fall. Ist es hier sicher? Ah, da scheint wieder Rätsel-Time zu sein. Was haben wir hier? Einige Tropfen nehme ich. Zunderbüchse nehme ich. Zettel, sofort. Hebel. Hebel, Hebel. Nichts. So, ist das vielleicht ein Tagebuch? Yes. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay, Alexander hat uns wohl aufgetragen, einen Typen umzubringen, um uns angeblich zu retten. Aber ist das wirklich so? Ach, hier ist keine Tür. Na gut, dann... Es funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Das habe ich mir fast schon gedacht. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Das ist aber schade. Ah, verdammt. Kann ich die vielleicht auch verwöhnen? Schon wie... Oh, The Binding of Isaac. Oh, wie gern würde ich das jetzt spielen. Wie gern würde ich das jetzt spielen. Wenn ich den Hebel vielleicht verwöhne? Na... Na, gefällt dir das? Langsam und vorsichtig? Nein, okay, es funktioniert nicht. Nicht mal die erotische Verführung funktioniert. Bin ich etwa nicht alleine hier? So, zwei Türen haben wir ja noch. Also... Mann, hier sieht aber auch alles gleich aus, mal ehrlich. Ja, da will ich noch nicht lang. Irgendwas sagt mir, dass das böse ist. Aber hier, es rührt sich nicht. Oh, kann ich vielleicht... Ach, ich habe ja kaum noch was. Ich habe noch Hammer und Meißel. Wie wäre es damit? Oder vielleicht die Kurbel oder das Glas. Nein. Nein, sagt das Spiel. Nö, mit Gläsern kannst du keine Tür öffnen. Warum nicht? Oh Gott, ich höre schon wieder. Was ist denn... Ich mag da nicht rein. Ich mag das überhaupt nicht hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir keineswegs. Eine Treppe. Ist das eine Treppe? Ich kann doch eine Abkürzung nehmen. Aber die sieht sehr schmerzhaft aus. Ach komm, ich habe ja genug Zunderbüchsen. Kann ich auch mal so für Licht sorgen. Ah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin doch gerade aus der Kanalisation gekommen. Warum muss ich jetzt schon wieder runter? Wieso? Wieso, wieso, wieso? Ach du Kacke. Die Tür, okay. Alles klar.
Ziegel. Mehr Ziegel, mehr unnützes Zeug, das niemand braucht. Aber vielleicht ist ja unter der Treppe was. Nee. Warum auch? Oh, Zunderbüchse. Gib mir die Zunderbüchse. Wie viel habe ich denn? 31. Na, das ist ja wunderbar. Kann ich ja auch mal anmachen, komm. Will man nicht so geizig sein. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, alles klar. Ach, Flashback. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Okay, Alexander hat also diesen Agrippa am Leben erhalten. Irgendwie. Oder so. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Ach du Scheiße, sowas gefällt mir gar nicht. Oh, Laboratorium. Schon wieder. Das war ja irgendwie klar. Kann ich das eigentlich auch anzünden? Nee, okay. Eine Schaufel. Hey, wurden damit die ganzen schönen Leichen begraben? Ach du Holy. Schick die Schaufel voraus. Oh, zum Glück war das überhaupt nicht laut. Ha. Hallo, ist da wer? Außer mir? Ach du. Oh Mann, das ist nicht Agrippa, oder? Ist das Agrippa? Ach du Scheiße. Er sieht gesund aus. Er sieht ganz frisch aus eigentlich. Oh, hier haben wir anscheinend auch jemand festgehalten. Und es war nicht dieses Öl. Oder wurde das Öl gefoltert? Ihr verdammten Ölfolterer! Da geht's weiter. Ja, der sieht ziemlich tot aus. Da hat er wohl doch nicht sein Leben bekommen, so wie Alexander es versprochen hat. Was ist hier? Es kann von hier aus nicht geöffnet werden, alles klar. Ah. Eine schwere Tür blockiert den blockiert den Weg. Okay, alles klar. Oh mein Gott, ich will hier eigentlich nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Okay, das auch nicht, das habe ich mir fast gedacht. Aber vielleicht sollten wir mal zu dem nett aussehenden Typen da. Hehe. Hey. Ach du. Help me. Who's the switch? Ach du. Next to me. Du siehst gesund aus, Freund. Please. Ah! Das war nicht so schlau, Daniel. Next to me. Ach du Scheiße. Wo next? Den hier. Please. Ich trau mich nicht. Vielleicht tötest du mich dann. Pull the switch. Pull the switch, but if I pull the switch, the spikes in you and in your ass and that hurts really much. Switch. You know, the spikes, but I can't because look, the spikes. Okay, if you want. Pull the switch. I pull the switch. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you bringing? Was zur Hölle? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Yes, 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 yes. Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Yes, I want to stop them. Oh my. So Babylon shall fall, you say. You worry too much. Alexander is toothless without an awl. That's not very promising at all. The sector is basically impenetrable, but guess the why home. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend the way. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand.
There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. So I find them there. Alright, then I will search for them and I will find them. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Was freue ich mich drauf? But if you find anything concerning a man named Johann Reimer, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion, a tonic to free me from this husk of mine. Okay, also sprichst gar nicht du zu uns, sondern irgendwie seine Seelenscheiße da. Oder wie verstehe ich das? Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. What lover? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Okay, irgendwie bist du mir nicht geheuer, muss ich ja zugeben. Oh, scheiße, ich habe kein Laudano mehr. Ich habe alles verschwendet. Me? I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Okay. Du hast ja ziemlich viel zu erzählen. Das freut mich, dass ich mal einen hab, mit dem ich reden kann. Ansonsten führe ich hier dauernd nur selbst. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Was läuft hier? Okay, ich muss anscheinend in die Folterräume und das... Ah, das wird ja schön. Das wird ganz toll. Oh ja, was freue ich mich drauf. Hm, sieht das geil aus. Oh ja. Ah ja. Und du willst also, dass ich da reingehe, ja? Mach's doch selber, du Arsch. Mal ganz ehrlich, schau dich an, du bist doch... Ja? Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt red ich! None other than Johann Reimer. You never heard of Johann Reimer? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world who has forgotten you? Bist du fertig? So, jetzt reden wir mal Klartext, ja? Hier bleibt alles so, wie es ist. Du kommst nicht mit, ist das klar? Reimer ist mein Pupil. Mein Pupil. Ja, sag mal. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Ich brauch die nicht. Tschüss. Nee, so nicht. So sicher nicht, mein Freund. Kann man doch mal nett bitte sagen. Nein, natürlich nicht. Was? Unsichtbare Wände blockieren mein... Nein. Ach, doch nicht. Ha. Ha. So aber nicht hier. Ah, Hammer. Ha. So, Agrippa, dann... Es war schön mit dir, aber leider muss ich. Ich kann einfach keine Zeugen gebrauchen. Ja. Hier. Befrei dich. Oh. Ich höre gar nichts. La 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 la. Ich höre dich nicht. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ha ha ha. Hu hu hu. Schnauze, du redest zu viel. Also Leute, ich würde sagen, ich beende den Part mal hier und im nächsten Part schauen wir uns in den Folterräumen um und das tue ich sehr ungern, müsst ihr wissen. Aber hey, was soll's, ich tue es für euch. Ich meine, ich liebe euch alle. Ich tiefsten Inneren, hier. Mein Herz. Oh, das hat sich jetzt schlecht angehört, weil das Kabel... Ach, ist... Ach, verdammt, egal. Okay, also wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Omnesia in den Folterräumen. Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.